Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn es ist heute im Laufe des Tages, während ich auf der Arbeit war, die Barbara-Box eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Barbara-Box wird mir kostenfrei in der Kooperation zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Und deswegen darf ich auch tatsächlich in diesem Video eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Die Box kostet zwischen 25 und 30 Euro, je nachdem, welche Aboform du wählst. Und die erscheint alle 2 Monate. Und sie enthält Beauty-Produkte, sie enthält Food-Produkte, Lifestyle-Produkte. Ganz außergewöhnliche Lifestyle-Produkte, die mich in meinen Aufgebraucht-Videos dann doch etwas erröten lassen. Sage ich einfach mal so jetzt, so einfach so. So sage ich das jetzt einfach mal, ne? Ja, okay. Wir öffnen die Box jetzt einfach mal ein bisschen. Oder auch ein bisschen mehr. Wir öffnen sie komplett. Und wow. Wir haben ein Special Design, Leute. Ist das nicht cool? Ich mag zwar nicht so gerne zitrische Düfte, aber ich mag Zitronen tatsächlich. Ich finde sie hübsch. Ich mag auch gerne Zitronen als Getränk oder im Essen oder so. Ich finde, es gibt dem Ganzen auch immer eine ganz besondere Würze. Und hier habe ich tatsächlich so einen Flyer, weil es halt eine Kooperation ist. Liebe Claudia, ganz unter dem Motto La Dolce Vita steht die neue Ausgabe der Barbara Box. Diese italienische Lebensart steht nämlich für Lebensfreude, Entspannung und Vergnügen. Lass es dir deswegen gut gehen und lebe unbeschwert in den Tag hinein. Arbeit spielt dabei keine Rolle und Stress verschwindet einfach. Viel Spaß beim Probieren und Entspannen. XOXO, Maria vom Barbara Box Team. Maria, wenn du wüsstest, wie sehr ich das echt brauche. Ich habe eben tatsächlich auch einen Schminky Full Face Love geschminkt. Habe die Kamera auch laufen lassen. Oh, ich fange länger zu heulen. Ich habe einen super anstrengenden Tag gehabt und es ist schön, wenn du mir sagst, dass ich die Arbeit einfach mal so ein bisschen außer Acht lassen soll. Ha, Leute. Oh. Okay, ja, hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt gerade so emotional werde. Ne? Furchtbar ist das Leben. Gut, ich nehme mal dieses wirklich schwere Ungetüm jetzt mal aus dem Karton heraus. Den lege ich mal entspannt zur Seite. Oh, okay. Wir haben hier einmal das Barbara Magazin, das zähle ich auch tatsächlich zum Gesamtwert der Box hinzu. Die kostet normalerweise 4,50 Euro, wenn man die so kaufen würde. Und genau, das ist die Nummer 48, also quasi die aktuelle August-September-Ausgabe, passt also dementsprechend total. Und da sind einfach so ein paar etwas frechere Artikel drin, etwas gewagtere Mode und irgendwie gefällt mir die Zeitschrift tatsächlich und deswegen finde ich das gut, dass sie auch immer wieder mit dabei ist. Richtig gut und ich finde es auch klasse, dass es nicht das E-Paper ist, sondern dass es das Original-Ding ist. Okay. Uff. Okay, hier haben wir auch noch so ein bisschen Gutscheine und I Still Believe, großes Gewinnspiel mit der Barbara-Box. Da kannst du was gewinnen. Ab 13.8. im Kino. Ich weiß nicht, ob es das in die Kinos geschafft hat. So. Jetzt schauen wir mal rein. Ich entferne einfach mal den Deckel, das muss ich kurz zur Seite stellen. Ja, es ist echt riesengroß. Ja, wir sehen hier das Seidenpapier, was verschlossen wird mit einem Seidenschleifchen. Ich rieche mal kurz dran. Nein, es riecht nicht zitrisch, es kommt gar kein Duft raus. Dann öffnen wir das Ganze einmal. Und das sieht auch schon mal richtig gut aus. Meine Damen und Herren! Das sieht gut aus. Das lächelt mich nämlich etwas ganz Besonderes an, worauf ich mich jetzt schon freue. Okay, ja. Hier haben wir tatsächlich das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Ich lese jetzt nicht die erste Seite vor, denn, obwohl, nee, da wird nicht geteasert. Bei manchen Boxen wird nämlich tatsächlich geteasert. Dann kann man nämlich schnell die erste Seite einmal umklappen. Diese Barbara-Box steht ganz unter dem Motto La Dolce Vita. Bei der italienischen Lebensfreude können wir uns nämlich alle noch etwas abgucken. Ob im eigenen Garten oder auf Balkonien. Mit dieser Box können Sie sich ein Stück Lebensfreude ganz leicht in Ihr eigenes Heim holen. Sie trinken gerne abends Prosecco auf ihrem Balkon. Im Garten fehlt nur das schöne Barbara-Box-Tuch, um die Haare hochzubinden und die frische Brise zu genießen. Mit dieser tollen Box wünsche ich Ihnen, dass Sie das Lebensgefühl von La Dolce Vita durch und durch spüren. Viel Spaß beim Entdecken, Ihre Barbara Schöneberger. Ne? Also ein bisschen geteasert wurden wir dann tatsächlich schon. Es scheint dann auch ein Haartuch drin zu sein. Das ist passend. Ich habe heute meine Haare offen. So, ich nehme das Produkt raus, was mich als allererstes angelacht hat. Und zwar haben wir hier von Glück aus Sommerblüten
Honig drin. Ich kenne Glück Marmelade und nun gibt es tatsächlich auch Honig. Das finde ich so schön. Mein Honig, den ich aktuell habe, den ich so in Tee reinmache, neigt sich dem Ende zu. Das heißt, der wird dann demnächst geöffnet und ich mag tatsächlich auch richtig diese Honiggläschen. Das ist richtig toll. Du kannst diese Gläser auch später weiterverwenden, indem du da zum Beispiel kleine Küchlein reinmachst. Die kannst du dann halt auch so darin backen, richtig toll. Oder halt als Aufbewahrungsgläser, weil ich finde dieses Glas an sich einfach so wunderschön und es ist viel zu schade, um es wegzuschmeißen. Oder man verwendet es halt wieder, um sich selber ein bisschen Marmelade da rein zu machen. Ich mache ja selber Brombeermarmelade aus den Brombeeren bei uns aus dem Garten. Habe ich auch auf Instagram gezeigt. Ich bin da sehr stolz drauf, Leute. Und ja, da ist einfach Honig drin. Echt geil, oder? Feier ich hardcore. Gut, hier sind wir dann auch schon bei dem Tuch, was angeteasert wurde. Und das ist wirklich in so einem schönen Goldgelb. Okay, und das kann man dann als Halstuch oder als Kopftuch oder als was auch immer Tuch verwenden. Oh, das fühlt sich sehr schön an. Richtig schön. Schön groß. Das Muster finde ich persönlich jetzt ein bisschen altbacken, aber wenn es halt ein Haartuch sein soll, ne? Das besteht aus Polyester. Ich versuche mir das mal in die Haare zu machen. Und wechsle dann zwischenzeitlich auch mal den Akku, denn der blinkt. Ich muss gestehen, dass ich mich bei sowas echt immer ganz schön dusselig anstelle. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt falsch gemacht habe, aber irgendwie habe ich es geschafft, meine Haare hier zu verknoten. Ja, ich mache einfach so. Fällt das gar nicht so auf, ich weiß nicht. Ja, es ist ganz süß, aber es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie man so ein Haartuch tragen kann. Aber so sehe ich jetzt ein bisschen aus, als hätte ich hier, ich weiß nicht, sieht irgendwie nicht ganz so, so vielleicht. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ne? Ich bin halt nicht so der Haartyp, ne? Also ich lasse das jetzt einfach mal so. Man hätte noch verschiedene Möglichkeiten, wie man das binden könnte, habe ich eben gesehen. Das kann man auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen machen, aber ich krieg's einfach nicht hin. Ne? Also ich denke, dass ich sowas dann tatsächlich eher verwenden würde, wenn ich so einen Bommel habe, dass ich das einfach um den Bommel wickel oder so. Aber jetzt habe ich gerade keinen Bommel, ich habe auch gerade Lust auf offene Haare, deswegen lasse ich es jetzt so. Ich finde auch irgendwie so ein bisschen, dass mir Gelb schon ein Stück weit steht, aber nicht, wenn ich so ein krasses Make-up jetzt drauf habe, sage ich mal. Ne? Das ist jetzt nicht so ganz passend, aber es ist ganz niedlich. Man kann es machen. Okay, das hier ist mega, mega geil. Das ist eine Easy Bag. Wir hatten, ich glaube, auch schon mal in der Barbara-Box, oder? War das die Brigitte-Box? Ich weiß es nicht. Auch so ein Einkaufstäschchen mit drin. Und die feiere ich hart. Ich habe sowas immer bei mir in meinen Handtaschen mit drin. Ich habe es im Auto. Ich habe überall diese diese Falttaschen drin. Und das ist echt schön. Da hast du, oh. Ne? Da hast du eine Giraffe und Blumis drauf. Das Ganze sieht sehr schön aus. Das mag ich gerne leiden. Das ist sehr, wie nennt sich das denn? Sehr tropisch, ne? Auch hier mit dieser, ach guck, da ist sogar ein Zebra mit bei. Mensch, das hätte ich hier fast unterschlagen. Na komm, zeig dich Zebra. Sehr schön. Ja, genau. Schön, oder? Mensch, das ist eine tolle Tasche. Und ich weiß jetzt nicht, wie man das jetzt wieder zurückgefaltet bekommt. Das müsste ich mir dann gleich mal überlegen. Aber das finde ich klasse. Das ist nachhaltig und das kann ich auch wirklich jedem nur ans Herz legen, sich sowas in die Tasche mit reinzugeben. Ich denke, das hat mittlerweile auch fast jeder in der Tasche mit drin, oder? Und man kann nie genug von diesen Dingern haben. Okay, als nächstes habe ich einen Nagellack drin und zwar von Edding. Den hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Ich weiß es gar nicht. Das ist dieser hier. Die Farbe ist Cocktail Cherry. Also ein Cocktail-Kirschrot. Ich weiß nicht, ein sehr pinkiges Pink. Es schreit nach Mädchen, ne? Finde ich cool. Deutsche Vita, es ist halt wirklich, ja, auf Arbeit, ich trage auch grüne Nägel auf der Arbeit, Leute. Ich bin da ja ganz entspannt, ne? Aber bunte Farben schreien wirklich nach Feierabend. Das stimmt allerdings. So, was haben wir hier? Edible Straws. Essbare Trinkhalme. Ja, geil. Vegan, strong and biodegradable. Mhm. Das sind einfach essbare Strohhalme, Leute. Und die haben wir jetzt ja immer mal wieder auch, ne? In Boxen. Wir haben essbare Strohhalme, wir haben Glasstrohhalme. So, so geil. Also ich verwende die auch sehr gerne. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Material die sind. Das ist von Wise Food. Hier sind ungefähr 30 Stück drin. Ich guck mal. Die sehen aus wie riesengroße Nudeln, ne? Nur halt in dunkel, also vielleicht Sepia-Nudeln. Weiß nicht, was das ist. Oh! Schmeckt wie Nudeln, aber soll man ja auch eigentlich nur dann essen, wenn man das schon vorher draus getrunken hat. Aber schmeckt auch ein bisschen nach
nach irgendwas Obstigem. Was sind da mit bei? Apfelfasern sind da mit drin und Zitronensäure. Und Maltodextrin. Entschuldigung für die Kaugeräusche. Mionetto Prosecco Doc Treviso. Prestige Collection 1887. Ja, das ist einfach Stoff, ne? 1A für den Mädelsabend oder für das kleine Pikolöchen zum Frühstück am Sonntag oder so. Man gönnt sich, man gönnt sich. Was ist das, ein Stift? Fudenosuke. Tombow. Was? Brush Pen. Hä? Water-based Pigment Ink. Hä? Warum habe ich hier einen Stift drin? Das ist ein Stift. Damit kann man schreiben. Hä? Hä? Ist ja kein Eyeliner, oder? Hä? Warum habe ich hier einen Stift drin? Hallo? Heft sagt mir das. Der Fudenosuke ist mit seiner elastischen Pinselspitze perfekt für Handlettering, Skizzen, Sketchnotes, Doodling und vieles mehr. Die Linienbreite variiert von sehr fein bis breit. Durch ausgeübten Druck auf die Spitze, so entstehen zum Beispiel die typischen dünneren und breiteren Auf- und Abschwünge beim Lettering. Die Tinte ist wasserbasiert mit Farbpigmenten und geruchslos. Okay, da kannst du dann schön mitschreiben, ne, aber brauche ich persönlich jetzt nicht unbedingt in der Barbara-Box, aber um sich kreativ auszutoben und Handlettering zu betreiben, kann ich mir das auch wiederum gut vorstellen. Manche Leute setzen sich vor die Kamera, um ein YouTube-Video zu drehen, um abzuschalten. Andere Leute machen Handlettering. So, dafür ist auch noch passend mit dabei von Semikolon ein Heft mit Bütten geprägtem Papier in A7. Und da habe ich jetzt gelernt, weil wir sowas schon mal in der Box mit drin hatten, dass büttengeprägtes Papier eine ganz, ganz altertümliche Art oder eine ganz ursprüngliche Art ist, das Papier herzustellen. Und deswegen ist es eine sehr kostbare Geschichte. Jo, deswegen cool. Ne? Und da kannst du dann dein Handlettering mit dem Ding drin machen. Jo. Ich habe das tatsächlich auch bei mir in der Handtasche, ne? Für mal eben schnell was aufschreiben, wenn mir was durch den Kopf geht. Dann haben wir hier von Barbour Skinovage Alto Belly Balancing Cream Combination Skin, also für Mischhaut 50 ml. Leute, das ist einfach mal ein Riesentiegel mit 50 ml Barbour Creme. Da kannst du nichts zu sagen, das ist der Wahnsinn in Tüten. Useful looking skin based on epigenetics, balance and moisture. Okay, krass. Ja. Mache ich jetzt nicht auf, weil ich habe jetzt aktuell noch einige Cremes offen. Das macht jetzt relativ wenig Sinn. Finde ich hardcore, dass hier mal so ein Originalding von Barbour mit drin ist, oder? Boah, ich meine auch übrigens gelesen zu haben, dass der Wert von dieser Box sich dieses Mal auf 90 Euro ungefähr belaufen wird. Ich bin sehr gespannt, aber wir haben ja noch ein bisschen was hier in der Geschichte hier mit drin. Und zwar zum Beispiel von Cosline Waterproof steht hier schon mal drauf. Ist das eine Mascara? Ja, Mascara Black 97. Die Marke sagt mir jetzt so nichts. Ja, das ist ein kegelförmiges Kunsthaarbürstchen. Riecht ein bisschen muffig. Aber okay. Hast du irgendwas Spezielles, liebe Mascara? Machst du was Aufregendes? Wir gucken mal in das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Man hätte theoretisch auch einen Lippi drin haben können oder einen Eyeliner. Was finde ich jetzt besser? So einen dunkelroten Lippenstift, eine Mascara oder einen Eyeliner? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr am coolsten gefunden hättet. Ich finde die Mascara eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich habe von allen dreien genug, aber am meisten gefreut habe ich mich jetzt auch tatsächlich über die Mascara, weil das ist nicht so häufig, dass du eine Mascara in der Box drin hast. Okay, ja. Mit der Mascara können Sie im Handumdrehen einen ausdrucksstarken Augenaufschlag zaubern. Die Mascara trennt Ihre Wimpern perfekt und hält den ganzen Tag. Ideal für Kontaktlinsen geeignet. Alles made in Germany. Cool. Okay, die Mascara hat einen Wert von 12 Euro. Das ist auch mal ordentlich für eine Mascara, finde ich, ne? Also nicht schlecht, Herr Specht. Wird getestet. Am meisten freue ich mich immer noch über die Marmelade vor allem, ne? Über den Honig. Merkwürdig. Aber ich bin merkwürdig. So bin ich halt. Dann haben wir
mega. Von Lavazza ein Cappuccino Iced Coffee Noble Italian Taste. Den brauche ich jetzt um diese Uhrzeit tatsächlich nicht zu mir nehmen. Es ist 19.58 Uhr. Das ist ein bisschen spät. Morgen früh werde ich mir den mal einverleiben. Ist aber auch eine coole Geschichte für zwischendurch, weil so eine Dose ist immer, ne, es ist nie weg. Also ich finde es ganz praktisch und ich feiere es immer mehr, dass wir halt auch tatsächlich kalten Kaffee, also Kaffeedosen in den Boxen mit drin haben, weil ich die auch immer mehr tatsächlich zu mir nehme. Warum eigentlich nicht? Weil wenn es draußen so warm ist, dann brauche ich keinen ultra heißen Kaffee. Denn ich habe auch gehört, dass ein Mittel, um mega Durst zu stillen, kalter Kaffee sein soll. Also ja, entweder man nimmt sich richtig kalten Kaffee oder halt so eine Dose. Ne? So, jetzt habe ich hier das letzte Produkt in der Box, glaube ich. Und das hatte ich auch, glaube ich wirklich schon mal da. Von Takabas. Takabas? Oder ich habe es noch da. Bubble Body Wash Pad. Mit fermentierten Otaka-Enzymen aus natürlichen Pflanzenextrakten für porentiefe Reinigung, samtweiches Hautgefühl und intensive Feuchtigkeitspflege. Und ich meine mich zu erinnern, dass dieses Waschpad, was hier drin ist, sackenteuer war. Das machst du dir einfach über die Haut. Das ist wie so eine Art Peeling, so ein Detox-Peeling. Und damit kannst du dann unter der Dusche quasi über dein komplettes, ne? Also du gehst quasi neben den Wasserstrahl und gehst dann mit dem Handschuh über deinen kompletten Körper. Ja, genau. Waschpad aus der Verpackung entnehmen, schäumende Pflegeseite weiß mit kreisenden Bewegungen 3 bis 5 Minuten auf den angefeuchteten Körper einmassieren. Die strukturierte Reinigungsseite rosa sorgt für eine noch effektivere Tiefenreinigung. Anschließend den Körper gründlich mit Wasser abspülen. Genau. Am besten machst du dann sogar das Wasser aus in der Zeit, wo du es benutzt, weil wenn du das 3 bis 5 Minuten verwendest, dann wäre das ja auch echt Wasserverschwendung. Ja, finde ich cool. Und werde ich tatsächlich morgen ist Freitag, verwenden, weil morgen ist Peeling Day, da habe ich Face and Body Peeling Day. Ich sehe echt so ein bisschen aus, als wäre ich ein paar Jährchen jünger geworden mit diesem Haarband. Das sieht schon merkwürdig aus, ne? Aber na, hat mir die Box gefallen? Ja. Ist sie 30 Euro wert? Mehr als das. Ich finde sie ziemlich cool und ich finde das ziemlich nice, dass man halt durch die Barbara-Box halt auch verschiedene neue Produkte kennenlernt. Also die Strohhalme waren jetzt nicht hundertprozentig neu für mich, aber die Geschmacksrichtung. Ich kenne das nur als normale Nudelstrohhalme. Ich finde die Mascara interessant. Ich finde die Barbara-Creme interessant. Über den Honig müssen wir gar nicht reden, den feiere ich. Das hatte ich schon mal und das fand ich, glaube ich, ganz gut. Die Tasche feiere ich. Das Haarband ist jetzt nicht ganz hundertprozentig meins. Und der Prosecco hätte auch nicht sein müssen. Genauso wie Stift und das Büchlein. Das ist jetzt auch nicht hundertprozentig meins. Aber ansonsten fand ich die Box ganz gelungen. Ne? Also ist es jetzt für mich so dieses deutsche Vita-Feeling? Nicht unbedingt, oder? Ich weiß nicht. Ich versuche das immer so ein bisschen damit zu assoziieren. Aber irgendwie finde ich nicht so ganz, dass es mit deutsche Vita was zu tun hat. Klar, du hast Pflege mit dabei. Du hast ein bisschen was zum Gönn dir hart mit dabei, ein bisschen was zum Ausgehen, ein bisschen was zum Cocktail genießen, eine Tasche zum Shoppen. Ja doch, eigentlich schon, ne? Eigentlich passt es schon. Kann ich mich jetzt irgendwie dann doch nicht beschweren? Nö, das Thema passt. Schreib mir gerne deine Meinung zu der Box unten in die Kommentare rein, würde mich total interessieren. Ja, ne? Und das war jetzt tatsächlich die Box. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!